Hallo, grüß dich. Walaikum, Abul Bara ist dran. Erstmal verzeih mir, ich habe die letzten Wochen wirklich sehr viel zu tun gehabt. Habe es nicht geschafft, dich anzurufen, aber Alhamdulillah, heute haben wir das hinbekommen. Und ich hoffe, du hast 2-3 Minuten für uns Zeit, damit wir die Konvertierung vollziehen können, inshallah. Natürlich habe ich Zeit. Erzähl uns mal bitte kurz deine Geschichte, weil es sitzen hier auch Leute mit uns, die wollen gerne deine Geschichte hören und wie du zum Islam gefunden hast. Durch dich. Durch deine Videos. Also, ich wurde verkauft mit 11 an eine Ungläubige. So habe ich auch nichts von der Islam gelernt eigentlich. Bin ich atheistisch aufgewachsen. Und ich hatte einen Traum zuerst und danach war dieses Jahr war Ramazan-Monat. Und irgendwie bin ich drauf gestoßen auf deine Videos. Also du bist mit 11 Jahren sozusagen zwangsverheiratet worden mit einem Atheisten. Genau, mit einem Atheisten. Ich habe nichts mit der Islam zu tun gehabt, gar nichts. Okay. Und du wurdest verheiratet mit einem Mann, den du eigentlich gar nicht heiraten wolltest. Nee, genau, das war eine Zwangsehe, richtig. Und so musstest du einige Jahre verbringen, sozusagen in Unzufriedenheit mit einem Mann, den du niemals eigentlich geheiratet hättest. Genau, richtig. War nicht meine Entscheidung, aber das jetzt ist meine eigene Entscheidung. Das ist meine Wille und ist mein Wunsch, das möchte ich. Wie lange warst du mit ihm verheiratet? Ich war 8 Jahre mit ihm. Subhanallah. Allah muss sagen. Und natürlich auch Kinder bekommen wahrscheinlich. Ja, genau. Alhamdulillah. Und wie hast du es geschafft, dich von dieser Ehe zu befreien? Das ist eine lange Geschichte. Machen wir die Kurzversion, inshallah. Okay. Also, das war eigentlich er selber. Er hat eine, ich schäme mich, das zu sagen. Okay. Er hat eine diese Frauen, wo sich verkaufen. Ja, natürlich. Er hat sich in so eine verliebt und hat mit ihr Kind gemacht, während ich schwanger war mit seinem Kind und hat mich verlassen. Gott sei Dank. Alhamdulillah. Und du siehst, Allah hat dich trotz deiner Prüfung nicht alleine gelassen, obwohl du so einen Weg einschlagen musstest, was natürlich nicht mit deiner Zufriedenheit einhergegangen ist, hat Allah Azza wa Jalla dich zu einem anderen Weg geführt. Und schließlich und endlich hast du nach der Ehe mit diesem Mann was gemacht? Ich habe erstmal Depressionen gehabt und danach, habe ich Ausbildung angefangen, gearbeitet, mich um Kind gekümmert und seit 2 Monaten mit der Islam extrem beschäftigt. Okay, das heißt, letztendlich durch deine Situation, die durch gewisse Umstände passiert ist, hast du dich dem Islam zugeneigt? Richtig. Alhamdulillah. Und dann hast du angefangen zu recherchieren, was ist der Islam? Und, Das ist ja kein Leben gewesen vorher. Vorher, ich bin für die Männerwelt, es ist noch immer leider so, ich bin für die Männerwelt einfach, es ist mir peinlich, ein Objekt einfach nur. Na. Dürftiges Objekt einfach und das möchte ich auch nicht mehr sein. Mashallah. Das zeigt, dass du, inshallah, dich entschlossen hast, eine reine Frau zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat mit seiner Gunst die Frauen, die vorher etwas Unehrenhaftes gemacht haben, etwas Falsches gemacht haben, wenn Allah ihnen die Möglichkeit gegeben hat, die Tauba, die Reue zu machen, dann werden sie bei Allah ab jetzt als reine Frauen gezählt, nicht mehr als Frauen, die unehrenhaft sind. Und du möchtest so eine Frau werden, inshallah. Bi'idhnillah ta'ala. Wir werden jetzt das Glaubensbekenntnis dann aussprechen. Und dann bist du Muslima, inshallah, dein größter Wunsch, denke ich, was du jetzt momentan hast. Genau, mein einziger gerade. Alhamdulillah. Dann sprich mir bitte nach. Okay. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu Allah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah.
außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Dass Mohammed seine Gesandte ist. Du bist Muslim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und wir freuen uns sehr, sehr für dich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich festigen. Und möge Allah azza wa jal deine Vergangenheit, die übel war, zu einer Glückseligkeit für den Rest deines Lebens machen. Allahumma amin. Takbir! Wir freuen uns. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Dreimal nicht. Du hast gehört, die Brüder sind voller Freude, dass du den Islam angenommen hast. Und auch ich persönlich freue mich sehr. Und wallahi, ich sage dir eins, wie ist dein Name? Hassan. Hassan. Du sollst wissen, Allah hat dich nicht vergessen all den Jahren. Dankeschön. Du hast viel durchgemacht im Leben und es war nicht immer leicht für dich. Und du hast dir oft vielleicht die Frage gestellt, warum hilft mir keiner? Das stimmt nicht, Allah hat dir geholfen. Und manchmal muss eine Person einen bestimmten Weg beschreiten, damit Allah ihn zu seinem Ziel führt. Gott möge sie segnen. Barakallahu fiki. Und was auch immer wir für dich tun können, um dir auch dein Leben etwas zu erleichtern. Du hast jetzt wie viele Kinder mittlerweile? Drei. Drei Kinder. Auf jeden Fall, das, was bei dir falsch gemacht wurde, was deine Eltern falsch gemacht haben, was sie bei dir vernachlässigt haben, das macht bei deinen Kindern besser, inshallah. Inshallah. Alhamdulillah. Du hast kleine Kinder und sie werden mit dem Islam aufwachsen und sie werden keinen anderen Gott haben außer Allah. Inshallah. Alhamdulillah. Es freut uns sehr. Und wenn du kannst, dann mach bitte heute eine Gesamtkörperwaschung, dass Allah azawajal alle deine Sünden reinwäscht von früher. Mach ich. Ich danke dir und du hast meine Nummer. Wenn auch immer was ist, kannst du dich gerne bei uns melden. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dann sage ich dir, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.